Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Es aussieht in der Zweiche die Outcast. Und zwar nicht nur zu einer x-beliebigen Folge. Nein! Es ist eine x-beliebige Folge Nummer 20. Yay! Jubiläum! Unfassbar, oder? Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube zumindest, das ist die 20. Folge. Selbst wenn nicht, benenne ich sie einfach so. Folge 20. So. Weiter! Nein! Ich hätte natürlich jetzt nochmal durchkommen können mit Machgeschwindigkeit und meiner tollen Rolle. Meiner Speckrolle. Aber ich bin ja kein Angsthase. Denke ich. Ach du Scheiße! Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht zwei auf einmal, was? Okay, Laserschwert durch. Funktioniert nur bedingt. Na kommt doch. Oh oh. Zack! Habt ihr das gesehen? Das haben wir noch gar nicht gehabt. Oh. Seitlicher Salto. Kann ich seitlichen Salto gleichzeitig schlagen? Okay. Kann ich tatsächlich. Wo ist er denn? Okay, nochmal. Ja, ich bin genauso athletisch wie du. Das glaubst du gar nicht. Ich hab deinen Bruder. Wie hieß er gleich nochmal? Er hat nämlich einen Namen, eindeutig. Ich habe deinen Bruder Henry schon umgebracht. Und jetzt bist du dran. Thorsten. Verdammt, daneben. Ich bin auch ein Schieler. Das ist unfassbar. Nochmal. Alter, das war geil. Oh. So, normalerweise müsste ich jetzt sagen, Mann, hätte ich das doch aufgenommen. Aber diesmal kann ich sagen, ich hab's aufgenommen. Yeah! Okay. Mega happy gerade. Ich hab schon auf Aufnahme gedrückt, oder? Denn ich werde das nicht nochmal schaffen. Also zumindest nicht mehr so cool. So, zwei Scheunentore oder Garagentore, egal. Und ein Aufzug. Und natürlich der obligatorische Abgrund. Der darf nirgendwo fehlen. Ja, die bespinische Kultur ist auch stark verwoben mit der ägyptischen, wie man den Obelisken sieht. Oder mit der US-amerikanischen, mit ihrem Obelisken da in Washington, D.C. Denn man weiß ja eindeutig. Ah! Au! Ganz schön schwierig. What the fuck? Wie? Was? Da waren doch keine... Echt jetzt? Ich bin ja fast tot. An der Stelle sollte ich vielleicht mal speichern. So. Alter. Habt ihr das gesehen? Also entweder bin ich da jetzt total blind. Oder... Da waren keine blauen Linien, als ich da hingekommen bin. Vor allem, warum sollte dann erst die dritte Linie, die dritte Kontaktmine explodieren? Kann ich beide gleichzeitig abschießen? Ja. Irgendwie, die sind ein ikonisches Duo irgendwie. Ich glaube, die sind ja auch schon Freunde seit Kindheitstagen an. Heiko und Feiko? Anscheinend doch nicht. Vielleicht hat es Feiko auch einfach nicht bemerkt, aber Heiko ist tot, Mann! Man hat schon gewusst. Deswegen hat er sich auch nicht mehr bewegt. Er wollte ihm eigentlich folgen in den Tod jetzt. Alter. Vor allem einfach mal Kontaktminen in den Himmel rein? What the fuck? Da, die da, die Linien, seht ihr die? Ja, ich kann auch einfach drüber springen. Oder hier am Rand lang gehen. Okay. Ach, das hat nicht geklappt. Ich will jetzt da hier nichts zerstören, weil die sind so nah beieinander, die Minen.
Na gut, wahrscheinlich würde es sogar klappen, dass ich eine abschieße und dann die anderen nicht explodieren, aber. Was soll's? Gut, wenigstens die am Rand hier könnte ich jetzt abknallen, oder? Dann kann ich für den Fall, dass ich mal zurücklaufe und Leute in die Falle locken will, einfach am Rand lang rennen und hoffen, dass die da rein tappen. So viel zumindest mein Plan. What? Hä? Feinde! Feinde? Ach so. Ich komme, Leute. Scheiße. Nein! Na gut. Das war eigentlich nicht geplant. Ach, ich kann ja gar nicht mehr zurück. Das Garagentor ist ja zu. Sie sind tot. Ich kann nichts mehr für sie tun. Das schaut immer so toll aus, wie der sich hinkniet. Um den Toten zu gedenken. Danke, lieber Aufzug. So. Ach ja, da ging es nicht lang. Feinde! Aber das ist doch genau dieses Panoramafenster, wo wir in der letzten Folge gestanden sind. Deswegen müsste man ja eigentlich... Ach, da geht's nach unten. Ja, sagt es doch dann. Alle bereit? Dann geht's jetzt los. Nichuber na? Dichuber da. Kann ich da einfach runterspringen, ohne zu sterben? Sonst steht da ja keiner, oder? Zack, hat funktioniert, okay. Hat mir jetzt so ein bisschen den Knöchel verstaucht. Aber sonst ist alles okay. Die erste Leiche weg. Zweite Leiche weg. Ach, wie ging das nochmal? Ah, falsche Taste. Nö. So. Okay, hier ist nix. Weiter im Text. Das war jetzt beeindruckend ruhig. Normalerweise schreien die doch immer irgendwas. Also na gut, der ist jetzt... Ja genau, so wie der da. Die sagen doch schon immer was, bevor sie sterben. Der war ein bisschen stumm, der war ein bisschen schüchtern. Weil er hier in einem Let's Play drin ist. Okay. Oh, daneben. Ach, dieses Geschrei ist Musik in meinen Ohren. Hasse ich. Oh. Mal schauen, ob das klappt. Gegen sein Schienbein. Oder sein Knöchel, was auch immer. Geil. Ja, Mann. Nebenbei merkt, hier drunten ist ja nichts. Nicht, dass ich wieder im Versteck verpasse. Gut, da ist nichts. Denke ich. Okay, es sind schon viele. Oh, Sturmtruppen? What? Damit habe ich nicht gerechnet. Danke, Kai. Ich hab's doch vorhin schon gesagt. Warte, ich bin fast tot. Sturmtruppen? Also manchmal bekommt man schon ganz schön Schaden. Na gut, wenn die... Der hat jetzt schnell Feuer geschossen mit seiner Waffe. Wenn man da einfach mal sowas in den Rücken reinbekommt, tut das schon weh.
Ja, wir verlieren eindeutig mehr Zeit im Let's Play durch die Machtheilung jetzt. Aber ist mir scheißegal. Und ich denke mal, die Sturmtruppen sind hier, weil der Desania mit denen zusammenarbeitet. Der böse Echsenmensch. Der ist auch bald dran. Ach, ich wollte mich zuerst noch heilen. Wartet noch, Leute. Ach, ich hab gesagt, wartet noch. Falsche Taste. So. Ich meine richtige Taste, aber daneben. So. Ach, da waren bloß zwei. Na gut. Dann ist ja meine Machtgeschwindigkeit vollkommen sinnlos. Gehen wir. Wir ziehen ab. Hako, Nijiji? Sie sind jetzt auf sich gestellt. Oh mein Gott. Was sind das für Machenschaften da oben? Ach, da ist ein Ding, hab's ihn gesehen. Ein Offizier. Der Sternflotte. Ja, ich sehe euch schon. Ich komme gleich zu euch. Auf der. Oh! Kommt von der Spider-Man mir entgegengesprungen. Drecksack. Imperiale Zugangskarte, die kannst du mir nicht mehr nehmen. Okay. Fürchtet ihr mich? Nein. Warten, wir müssen ihn dazu provozieren zu springen, weil wenn er springt. Fürchtet ihr mich? Dann kann man schubsen. Was war denn das? Ich schmeiß einfach mein Laserschwert weg. Aua, der ist gleich ein bisschen stärker. Aber nicht so stark wie ich, wie man merkt. ja. Kann ich da rüberspringen? Boah, das ist jetzt natürlich ein Risiko, aber ich kann es versuchen. Ich versuch's. Wenn man kein Risiko gemacht hat im Leben, hat man nicht richtig gelebt. Das war beeindruckend unspektakulär. Und warum bin ich zu früh abgesprungen? Ich habe nicht gesehen, dass da nochmal so ein Absatz ist. War allerdings auch weit vorbei. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Dass ich das jetzt lade. Weil ich bin ja nicht gestorben. Sondern. Mein Gott, wir hätten jetzt den ganzen Weg wieder rumgehen müssen. Das braucht man jetzt auch nicht unbedingt, oder? Geht's überhaupt weiter? Ach ja, genau. Hier brauchen wir die Zugangskarte. Nicht, dass da wieder in irgendeinem Eck... Und in letzter Zeit ging die Mission ziemlich schnell vorbei. Was geht ab? Alter, wir haben auch immer mehr Fähigkeiten. Ist ja geil. Nachtblitz. Dauer. Unterschiedlich. Ja, toll. Wirkung auf nur Lebende. Wirkung ermöglicht dem Jedi einen gefährlichen Elektroangriff. Stufe 1. Der Jedi feuert einen einzelnen Blitz nach vorn, der sofortigen Schaden anrichtet. Und ansonsten hat sich nichts verbessert. Wir haben nur was Neues dazu bekommen. Ach nein! Lichtschwertabwehr hat sich verbessert auf Stufe 2. Der Jedi kann in einem weiteren Bereich direkt vor ihm Projektile und Nahkampfangriffe mit gesteigerter Geschwindigkeit abwehren. Wow! Was für eine geile, tolle Beschreibung. Die überhaupt nicht umständlich ist. Ich sage einfach, die Jedi kann bessere Schüsse abwehren. So. Voll deppnicht. Manchmal. So. Ja, ich hab's doch gewusst. In der Ecke hocken's. Oh, das ist der Entdeckung vernachlässigt von lauter Hin- und Herhupfen. Au, okay, jetzt rechts. Warte mal. Warte mal, ich konnte doch früher mal an der Wand so lang laufen, oder? Ist jetzt natürlich auch ein bisschen blöd. Kannst du mal aufhören rumzuspringen? Stirb. Okay, langsam gehst du mir auf den Sack.
Alter. Ja, Mann. Stirb. Wie ekelhafte Spinnen hopkenst einfach in den Ecken. Für den Fall, dass Spinnen hier zusehen. Tut mir leid, ekelhaft war auch nicht so gemeint. Ich will ja niemanden diskriminieren. Das ist im Jahr 2017, da muss man sowas auch mal sagen. Man kann sowas nicht verurteilen, wenn jemand eine Spinne ist. Was hast denn du da? Eine fette Knarre, den töte ich zuerst. Es sei denn, der hat auch eine fette Knarre. Nee, der hat einen Schulterschutz. Machen wir das noch? Das mache ich noch. Schaut interessant aus. Ach komm. So. Der schießt Funken. Der Wichser. Arsch. So, jetzt habe ich die Waffe. Golan Arms FC1. Was? Flechteffe Waffe? Ich habe es nicht gescheit lesen können. Ah, ich kann jetzt blitzen. Das mache ich gleich. Das machen wir noch in der Folge. So, in der letzten Sekunde, dann kann ich den Titel irgendwie bearbeiten. Damit er irgendwas mit Klickbait zu tun hat. Wegen Clickbait und so. Entschuldigung, ich wollte blitzen. So. Stirb. Ja, aber sterben tun sie nicht. Ich glaube, dafür ist es einfach noch zu schwach. Genauso wie der Würgegriff. Ja, ist irgendwie lustig. Ja, bei Offizieren muss man sowas machen. Die sind das allerdings auch schon gewohnt von früher. Mit dem Vaderli. Vaderli. Darth Vader aus der Schweiz. Gönn dir ein Vaderli. Finde ich irgendwie toll. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Dreckskugel. Oder Diskus oder was auch immer du bist. Boah. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss meinen Hass hier nicht bekunden. Oh, jetzt kommt die nächste. Jetzt kriegst du mal aufs Maul. Ach, das Geistestrick, vielleicht bringt sowas. Alter. So. Ja, jetzt schaut sie nämlich blöd. Und in der nächsten Folge von Star Wars Jedi 2 Jedi Outcast werde ich noch mehr Leute blitzen und foltern und würgen und töten. Und foltern und würgen und blitzen und töten. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.